Oh, jetzt! Hier ist Bonnie. Und Bonnie ist... läuft irgendwo hin zum West Arcade. So wie es in der Notiz ist. Und geht jetzt zu Montys Golf. So wie wir es in den Hinweisen gesehen haben. Und wird beobachtet von... Oh, ich vermisse Bonnie. Joshua, können wir da nicht irgendwas machen? Oh Mann, ich weiß nicht, Freddy. Wir haben die Hinweise gefunden. Aber wir wissen immer noch nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wer dafür verantwortlich ist. Also können wir nichts machen? Ich weiß es nicht. Ich habe schon versucht, Bonnie zu finden. Aber ich bin zu keiner neuen Erkenntnis gekommen. Und Monty, der verrät sowieso nichts. Der behält alles für sich. Oh, aber ich glaube, ich habe eine Idee. Echt? Lass hören. Ich kenne da jemanden, der kennt sich mit Verbrechensbekämpfung sehr gut aus. Der hat schon eine Menge Leute überführt und viele Geheimnisse gelöst. Darf ich euch vorstellen? Ich bin Batman. Ich werde das Geheimnis lösen. Oh Mann, worauf habe ich mich hier wieder eingelassen? Hey Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjulfer. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Five Nights at Freddy's Security Breach. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ihr habt es im Intro schon gehört und ihr habt es auch garantiert im Titel gelesen. Wir lösen heute endlich das Geheimnis von Bonnie. Wie wurde Bonnie zerstört? Wer ist wirklich dafür verantwortlich? Und warum ist das Ganze überhaupt passiert? All das und noch viel mehr werden wir im heutigen Video lösen. Deswegen lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr da Bock drauf habt. Abonniert natürlich den Kanal. Ich habe nämlich noch viel mehr Videos wie dieses hier auf Lager. Und wenn ihr die sehen wollt, auf jeden Fall einen saftigen Daumen rausschallern. Dann geht's direkt morgen weiter mit noch einem Part. Denn ihr werdet's glauben oder auch nicht. Ich habe noch einige richtig coole Sachen hier im Pizzaplex gefunden, die ich euch natürlich gerne zeigen will. Deswegen lasst es mich wissen, wenn ihr da Bock drauf habt. Denn wir starten hier jetzt direkt rein, Leute. Wir sind hier im Hauptmenü und ihr seht es hier links. Wir haben jetzt hier ein Extras-Menü freigeschaltet. Das ist nicht immer da. Und mit diesem Extras-Menü sind wir nun auch in der Lage, das Geheimnis von Bonnies Verschwinden endlich zu lösen. Aber bevor wir das machen, haben wir noch ein paar andere Sachen, die wir uns in diesem Video anschauen werden. Weil mit diesem Extras-Menü kommt nicht nur das neue Bonnie-Ending, sondern auch noch viele andere coole Sachen, in die wir jetzt mal reinjetten werden. Wenn wir jetzt nämlich reingehen, wir haben irgendwie jetzt einen Überlebensmodus. Wir haben Minispiele, Bürospiele, wir haben die Charaktergalerie, die haben wir uns schon angeguckt. Wir haben auch den Menüpunkt DLC. Passiert nur leider nichts, wenn man draufklickt. Auch nicht, wenn man öfter klickt. Wenn dann irgendwann mal eine Erweiterung kommt, werden wir es wahrscheinlich unter dem Punkt erreichen. Die Charaktergalerie, wie eben schon gesagt, haben wir uns schon mal in einem Video angeguckt. Da kann man sich jedes einzelne Modell, was im Game ist, nochmal ganz genau im Detail anschauen. Und wir haben auch Bürospiele. Da habe ich tatsächlich noch gar nicht reingeguckt, was das genau für Minigames sind. Keine Ahnung. Was ist denn Endogeddon? Roxy Racers? Monty Golf, West Arcade, Pizza Simulator. Okay, Leute, wir gehen einfach mal bei Monty Golf rein und gucken mal, was die Bürospiele sind. Ah, Leute, an der Stelle leider ein kleines Problem. Die Bürospiele funktionieren scheinbar seit dem neuesten Update nicht mehr. Ja, wir hatten ja vor ein paar Tagen auch erst ein Update, was einige Sachen überarbeitet hat. Und seitdem gibt es hier wohl einen Ladefehler. Wir können hier keins von diesen Games leider betreten. Das ist ein bisschen doof jetzt. Hatte ich mich eigentlich sehr drauf gefreut. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir haben ganz hier oben auch noch den Survival Mode, den Überlebensmodus. Das ist ein Modus, in dem wir, glaube ich, in einem bestimmten Bereich vom Pizzaplex überleben müssen. Desto länger wir überleben, desto mehr Punkte kriegen wir, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir können uns hier auch noch irgendwie ausrüsten jetzt. Allerdings weiß ich nicht genau, was es hier mit den ganzen Ausrüstungen... Oh, hier ist Monty... Moondrop. Da ist... Freddy? Ich weiß nicht, was es hier mit auf sich hat, was wir hier ausrüsten können. Oha! Okay, eine Taschenlampe brauchen wir. Ich weiß nicht, was das alles ist. Ich kann es auch randomisen, okay? Okay, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, Leute. Jetzt können wir hier noch ein Häkchen machen, bei allen möglichen Orte erstellen. Mache ich einfach mal. Wir drücken einfach mal Start und gucken, was passiert. Okay, wir sind hier irgendwo in einer Location drin. Hier steht überspringen oder so. Oh, es hängt. Ich habe... Oh! Oh! Das... Nein! Wow, was? Ich habe keine Taschenlampe gehabt. Ich konnte gar nichts sehen. Hä? Was war das denn?
Okay, Leute, stellt sich raus, auch der Überlebensmodus ist verbuggt. Das ist ja ein tolles Extras-Menü. Scheinbar kann man da nicht viel machen. Chica kommt einfach rein und versohlt uns mächtig deftig den Hintern. Da kommen wir nicht drum rum, da müssen wir durch. Wir haben hier natürlich auch noch den Ordner Minispiele. Dieser Ordner wird gleich noch sehr, sehr wichtig werden. Wir haben hier, glaube ich, Zugriff auf alle Minigames, die es hier im Spiel drinne gibt. Was war denn nochmal Chicas Feeding Frenzy? Moment, ich habe das mal gestartet. Ey, das ist neu, das habe ich noch nie gespielt. Was machen wir hier? Oh, ich kann auf irgendwas schießen. Oh, ich kann Sachen abschießen und die dann essen. Wir können... Chica wird wieder maßlos überfüttert, Leute. Das hatten wir doch gestern erst. Hä? Okay, Chica, ja, let's go. Chica gönnt sich. Okay, wir haben oben rechts haben wir irgendwie Welle stehen. Ich habe keine Ahnung. Werden wir auch angegriffen oder so? Ich werde nicht angegriffen. Was passiert, wenn ich da... Oh! Okay, die machen mir aber Schaden. Oh, das ist nicht gut. Okay, wir müssen uns beeilen. Wir müssen die alle besiegen. Wenn die uns berühren, gibt's Ärger. Oh, ihr seht jetzt irgendwo auch so rote Pfeile. Keine Ahnung, was mit denen ist. Glaubt nicht, dass das gesund ist. Okay, wir können aber übel spammen hier, Chica. Aber Chica schmeißt doch mit Pizza, oder? Warum schmeißt Chica denn mit Pizza? Das macht gar keinen Sinn. Chica will die Pizza doch für sich selbst, oder nicht, hä? Na egal, wir sammeln mal noch ein paar Punkte. Allerdings weiß ich nicht, was hier jetzt sonst noch Spannendes passiert. Oh, ein Bossgegner? Einfach ein Bossgegner, Leute. Was? Okay, hä? Was ist das für ein Game? Lul. Oh, wir haben Schaden bekommen. Nein, nein. Okay, wir müssen als weiter auf ihn draufschießen. Come on, let's go, let's go. Der wird als größer, der muss da auch gleich platzen, oder? Come on, come on. Heilt er sich? Oh, wir haben nochmal Schaden gekriegt. Nee, nee. Wir haben es geschafft. Let's go. Oh, guck mal, wie wir jetzt schießen können. Hä, das ist ja richtig cool. Let's go. Was? Übelst das Power-Up bekommen. Okay, jetzt sind hier irgendwie so eine grünen Dinger noch, die wir einsammeln können. Weiß ich nicht genau, was mit denen los ist. Was die uns bringen. Ich sammle die aber mal ein. Besser ist es. Allerdings keine Ahnung, was die uns bringen. Habe ich jetzt, keine Ahnung. Ah, guck mal, wir haben... Ganz links haben wir diese rote Zahl, die abläuft. Wenn ich die grünen Dinger einsammle, geht die wieder voll. Okay. Oh, ich bin in den reingefahren. Ups. Oh, da ist jetzt einer, der auch schießen kann. Oh, no. Okay, den müssen wir fertig machen. Oh, wir haben nicht mehr viel Leben, Leute. Oh, was? Unser Power-Up ist abgelaufen, glaube ich. Weil wir keine grünen Dinger mehr gesammelt haben, ist unser Power-Up zu Ende gegangen. Okay, ich guck mal, was passiert, wenn wir sterben. Ah ja, Game over. Okay, strong, strong, strong. Ich wusste gar nicht, dass wir so ein Minigame überhaupt hier drin haben in Security Breach. War ganz cool gemacht, muss ich sagen. Was haben wir hier noch? Ich glaube, den Light-Test... Den haben wir aber auch nicht offiziell im Game gespielt, oder? Ah, okay, der Light-Test geht nicht. Da kommen wir einfach nur wieder zurück ins Hauptmenü. Alles klar. Also manche Sachen funktionieren ja einfach gar nicht. Wir haben ja noch Burntrap-Battle. Ich weiß nicht, ob das der normale Endkampf gegen Burntrap ist oder ob es noch irgendein anderes cooles Minigame ist. Wir klicken es mal an und schauen, was passiert. Alles klar, das funktioniert auch nicht. Was ist denn hier los? Nichts geht. Viele, viele Sachen, die wirklich gar nicht funktionieren. Deswegen würde ich an der Stelle jetzt auch einfach sagen, Leute, da scheinbar das Update das Extras-Menü ein bisschen zerstört hat und viele Sachen nicht mehr gehen, werden wir jetzt einfach direkt zum Kern von diesem Video kommen. Wir werden das neue Bonnie-Ending jetzt triggern, Leute. Das versteckt sich nämlich auch mit in diesem Extras-Menü. Und ihr erinnert euch doch alle an die Story, wie Bonnie überhaupt verschwunden ist. Wir haben ja viele Hinweise gefunden. Diese Notiz, in der drinne stand, Bonnie war erst in Arcade, dann ist Bonnie runtergegangen zu Monty Golf. Und aus Monty Golf ist Bonnie dann nie wieder aufgetaucht. Bonnie hat Monty Golf betreten und war danach für immer verschwunden. Was natürlich auch den Hinweis nahelegt, dass Monty was damit zu tun hat. Aber wir können es nicht beweisen. Aber das wird sich heute ändern. Im Extras-Menü haben wir hier natürlich auch die Minigolf-Games. Und wir haben ja auch die Minigolf-Games schon mal im normalen Game getriggert. Jedoch ist im normalen Game nichts passiert, wenn man das Minigolf abgeschlossen hat. Aber wenn wir das Minigolf mit einer bestimmten Anzahl von Punkten besiegen, wir haben ja so eine Punktzahl vorgegeben, die müssen wir unterbieten. Und wenn wir das schaffen, triggern wir das Bonnie-Ending, was sich schon die ganze Zeit hier versteckt. Dann erfahren wir endlich, was passiert ist und wir sehen endlich die Wahrheit. Und das Ganze starten wir jetzt hier mal, Leute.
Warte, ist das der schwierige Teil vom Minigolf? Also das ist jetzt Minigolf 2, so wie es im Extra-Menü drinne ist. Wir haben ja irgendwie eine Version, wo wir alle Löcher spielen mussten im Game drinne. Aber da funktioniert das scheinbar nicht. Und jetzt müssen wir irgendwie die Version hier beenden. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt schaffen müssen. Wir laden mal die Power auf und schießen jetzt einfach mal hier durch. Come on. Oh, das war knapp. Das war schon ultra knapp, aber der Ball rollt runter. Das ist strong. Oh, das ist sehr gut. Da ist schon das Loch. Oh, wird das... Das wird gut, das wird gut. Warte. Wir sind auf jeden Fall richtig nah dran. Das ist perfekt. Wenn wir das jetzt hier gut... Nicht zu viel Power. Yes! Birdie, nur 2 Schläge. Let's go! Und ihr habt es da gerade gesehen, Leute. Wir dürfen höchstens 26 Schläge verbrauchen. Ansonsten funktioniert es nicht. Ihr habt gerade nur den Highscore gesehen, weil ich musste niesen. Entschuldigung. Das heißt, wir dürfen im Schnitt dürfen wir höchstens 3 Schläge, allerhöchstens, verbrauchen. Meistens müssen wir es aber mit 2 Schlägen schaffen. Das heißt, wenn wir irgendwo 5 Schläge oder so brauchen, haben wir schon ein mächtiges Problem. Das heißt, wir schießen jetzt nochmal hier durch. Lucky. Nein, nicht lucky. Oh, gar nicht gut. Aber wir fliegen zum Rand. Ja, schnell raus. Okay, da drüben ist das Loch. Wir können es mit 2 Schlägen schaffen, wenn wir gut zielen. Wir zielen so. Wir laden auf bis hier. Oh Gott. Nein, zu wenig Power. Oh nein, das werden 3 Schläge. Das ist schon gar nicht gut. Okay, aber 3 Schläge gut. 3 Schläge gut. So, ihr seht's da, wir haben weniger gebraucht, wie vorgegeben ist. Das ist schon mal strong. Jetzt dürfen wir hier auch wieder nur 3 Schläge benutzen. Am besten ist es, wenn wir da oben in das Rohr treffen. Oh, wir haben es geschafft! Das ist ein Hole-in-One! Oh mein Gott! Alter, wie viel Glück kann man haben? Okay, das ist ein richtig guter Save jetzt schon mal. Okay, hier dürfen wir 3 Schläge benutzen. Wir laden mal richtig auf. Oh nein. Warte, wir gucken mal. Können wir hier durchrollen? Warte. Ja, das... Ho! Oh! Let's go! Warte. Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Da oben ist die Fahne, glaube ich. Bleibt der jetzt liegen? Jetzt bleibt er liegen. Okay. Wir müssen ungefähr hier... Nein. Oh nein. Oh, das wird viele Schläge kosten, wenn wir das jetzt verkacken. Oh, das ist gar nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Okay, come on. Nein. Oh, das kostet so viele Punkte jetzt. Oh, Leute, wir haben es geschafft. 6 Schläge. Oh mein Gott. Das hat Punkte gekostet. Und jetzt, oh, wir müssen jetzt so gut spielen, ansonsten erreichen wir nicht das Ending, Mann. Okay, 2 Schläge dürfen wir. Okay. Oh, wir machen mal direkt noch einen Schlag. Oh nein. Das hat nicht gereicht, wir sind nicht den Hügel hochgekommen. Wir brauchen mehr Power. Okay, dann halt so. Oh nein. Nein, das gibt es nicht. Oh, wir schaffen es nicht. So erreichen wir nicht das Ending, Leute. Wir haben jetzt 4 Schläge gebraucht. Doppel-Bugay. Oh nein, wir dürfen nur noch 10 Schläge insgesamt verwenden und wir haben noch 4 Löcher. 10 Schläge für 4 Löcher, Leute. Das ist ein bisschen krass. Oh nein. Oh, wir sind hier durchgefallen. Das Loch ist aber da drüben. Oh no. Das ist auch schon wieder richtig bad jetzt gerade. Warte, ich muss jetzt maximal Power aufladen. Okay, wir schaffen es vielleicht mit 3 Schlägen, wenn wir Glück haben. Aber selbst das ist schon bad. Wir müssen irgendwo noch ein Hole-in-One machen, ansonsten kriegen wir richtig Probleme. Tja, Leute, selbst hier haben wir jetzt... Oh mein Gott! Wie konnte das passieren? Oh, wir haben 5 Schläge gebraucht. Wir haben jetzt 5 Schläge für 3 Löcher, Leute. Das funktioniert doch niemals. Nee. Ab in den Keller. Das war's schon. Wir haben verkackt. Das war's. Oh nein, schon wieder. Oh nee. Oh nee, Mist. Oh nee, gar nicht gut. Tja, Leute, sagen wir es mal so. Wir haben ja auf jeden Fall die Challenge nicht geschafft. Wir sind über Paar. Wir haben 3 Punkte zu 3 Schläge zu viel. Okay, erstes Loch, 2 Schläge. Sehr gut. Zweites Loch, 3 Schläge.
immer noch gut. Und mal wieder ein Hole-in-One auf Loch 3. Strong. Und 3 Schläge auf dem schweren Loch 4, Leute. Da haben wir eben 6 oder so gebraucht. Sehr gut. Und nein, wir haben es nicht über den Hügel geschafft. Ach, come on, das kann doch nicht sein. Aber wir schaffen es mit dem 2. Schlag. Let's go, Leute. Wir sind genau richtig hier im Rhythmus drin. Jetzt brauchen wir nur hier mächtig viel Power. Yes, sehr gut. Sehr gut. Und jetzt hier schön ins... Oh, das war ein bisschen zu strong. Hups. Oh, das war zu viel. Reicht so? So reicht. Okay, 3 Schläge. Ist okay, ist okay. Ein Schlag drüber. Wir haben noch 4 Schläge frei. Okay. Also wir versuchen es mal so. Oh mein Gott, ins Loch. Nein, noch nicht. Nicht daneben. Nein! Oh, ins Loch wäre ein Hole-in-One gewesen, Leute. Wir versuchen es nochmal. Yes, wir kommen in dieses Loch hier rein. Und das bringt uns nämlich genau ans Ziel. Wie in Loch 4 fallen wir hier nämlich genau. Was? Doch. Sehr gut. Genau dahin, wo wir hin müssen. Let's go. Wir haben noch 2 Löcher und noch 10 Schläge frei, Leute. Wir werden das jetzt schaffen. Okay, warte mal. Am besten gehen wir, glaube ich, hier rüber. So. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, so sind wir richtig. Wenn wir hier jetzt... Ja, da ist das Loch. Stopp, 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 stopp. Yes, sir. Wir sind da. Und rein da. Nein, nicht so. Rein da. Vorsicht, Vorsicht. Yes. Wir sind drin. 4 Schläge. Und jetzt kommen wir zum letzten Loch, Leute. Das alles Entscheidende. Wir haben jetzt noch 6 Schläge frei. Wir dürfen nicht über 6 Schläge brauchen. Ansonsten haben... Stopp, 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 stopp. Nicht da reinfallen. Oh, war das knapp. Okay. Wir dürfen... Nein! Nicht! Nee. Oh, wir werden zurückgesetzt. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Dann nochmal. Ja. Ja, ja. Ja, stopp, stopp, stopp. Nein, stopp. Stopp. Oh Gott. Oh Gott. Okay, jetzt aber. Jetzt, 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 jetzt. Stopp an der Kante. Yes, Sir. Okay. Wir haben noch Schläge frei. Aber wenn ich das jetzt gut mache, haben wir es. Wir haben es geschafft. Jetzt müsste das Ending kommen, oder? Wir haben es durchgeschafft. Oh, jetzt. Hier ist Bonnie. Und Bonnie ist... Läuft irgendwo hin zum West Arcade, so wie es in der Notiz ist, und geht jetzt zu Montys Golf, so wie wir es in den Hinweisen gesehen haben, und wird beobachtet von Vanny. Disassemble Bonnie. Monty wird kontrolliert von Vanny. Vanny ist an allem schuld gewesen. Monty hat Bonnie zerstört, so wie wir es uns gedacht haben. Bonnie komplett in Fetzen. Warum, fragt Bonnie. Oh no. Oh nein, jetzt heißt es hier, bleib hier für eine Weile. Und dann bringe ich dich dahin, wo du hin musst. Oh Leute. Und jetzt kommen die Credits. Alter, was ist denn da bitte passiert? Also ihr habt es gesehen, Leute, unsere Vermutung war vollkommen richtig, dass Monty Bonnie zerstört hat. Allerdings nicht aus eigenem Antrieb, um in die Band zu kommen, sondern er wurde von Vanny kontrolliert. So wie Vanny auch die Service-Bots kontrolliert hat und so weiter. Die hat es ja auch benutzt, um Freddy zu zerstören. Da waren wir sogar live mit dabei, das haben wir gesehen. Und hier hat sie das Gleiche auch gemacht. Wir wissen jetzt also endlich die Wahrheit. Und mal schauen, ob hier jetzt noch eine Szene am Ende von den Credits kommt. Das hatten wir bei den anderen Endings auch noch. Da hatten wir immer noch ein Bild, was am Ende noch kam. Okay, mal schauen, was hier jetzt kommt. Die Credits sind durchgelaufen. Und wir kriegen... Oh, Vanessa tippt irgendwas ein. Lass mich dir helfen, sagt sie. Animatronic Character Decommissioning Document. Oh, das hat sie getan. Dieses Dokument, das Bonnie dekommissioniert wurde, haben wir ja auch gefunden. Das hat Vanny also selbst geschrieben. Ich meine, Vanessa hat es ja auch selbst geschrieben, aber es ist ja im Grunde genommen Vanny und ja, so kommt alles zusammen. Ist halt nun die Frage, wofür wurde
Bonnie benutzt. Warum musste Bonnie zerstört werden? Es muss ja irgendeinen Grund geben. Vielleicht können wir den auch noch irgendwie rausfinden. Vielleicht können wir dem Ganzen auch noch auf den Grund gehen. Jetzt hoffe ich aber erstmal, ihr hattet wie immer viel Spaß mit diesem Video. Lasst mir gerne eure Meinung zu allem in den Kommentaren da. Ich würde mich wie immer über eure Meinung freuen. Schreibt gerne einen Kommentar, das hilft auch dem Video weiter. Mit vielen Kommentaren wird das Video besser bewertet. Also lasst auf jeden Fall, teilt mir eure Gedanken mit. Ich freue mich sehr. Ihr könnt ansonsten gerne wie immer euch hier drüben irgendein anderes Video aussuchen. Gerne hier oben ein Abo dalassen. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin.